ARD. Guten Morgen, wir sprechen heute über diese Themen. Kommenden Sonntag ist in Deutschland die Europawahl. Wir sagen euch, worauf ihr achten müsst. Günstiger Wohnraum wird immer knapper. Auch die Mieten steigen und die Mietpreisbremse war bislang nicht die Lösung. Das Kultcomputerspiel Tetris wird 40. Wir feiern und sagen herzlichen Glückwunsch. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen. Es ist Donnerstag, der 6. Juni. Wir sind Magdalena Bienert und Uli Spinrad. Ja, heute beginnt schon die Europawahl, Magda, jetzt ja nicht bei uns, wir sind ja Sonntag erst dran, ne? Aber schon mal bei unseren Nachbarn in den Niederlanden, da geht's heute schon los. Ja, ich finde das irgendwie komisch, dass sie nicht alle an einem Tag wählen, oder? Ja, ich finde vor allem den Donnerstag irgendwie als Wahltag so ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber ich meine, wir kennen das ja in Deutschland jetzt auch nicht anders. Wir wählen ja eigentlich immer sonntags, ne, meine ich. Ja, genau. Die EU-Wahl wird extra ja über mehrere Tage gezogen, damit die Länder an ihren eigenen Wahltraditionen festhalten können. Und offenbar wählen die Niederländer irgendwie gerne donnerstags, anders als wir. Ja, hast du denn schon gewählt oder Briefwahl gemacht oder so? Oder wie machst du das? Ja, ich habe irgendwann auch schon mal Briefwahl gemacht, meine ich, als ich im Urlaub war oder so. Aber nee, dieses Mal gehe ich tatsächlich wieder persönlich hin. Irgendwie, ja, ich mag das auch. Mein Wahllokal war auch jahrelang meine alte Grundschule in Mönchengladbach. Das war irgendwie auch mal ein schönes Gefühl, dahin zurückzukommen. Ist zwar jetzt nicht mehr so, jetzt bin ich ein bisschen weiter in einem anderen Wahllokal. Aber ich finde irgendwie, das hat so eine gewisse Würde, sonntags morgens ins Wahllokal zu gehen. Was machst du denn? Ja, ich genauso. Ich fühle das auch. Ich liebe das da wirklich wie so ein kleiner Familienausflug. Wir gehen jetzt wählen. Hier, Kinder, guckt euch das an. Unsere Demokratie hier, wird sie ausgeübt. Wenn ihr übrigens am Wochenende unterwegs seid, aber vergessen habt, Briefwahl zu beantragen, keine Sorge, man kann trotzdem noch wählen. Ja, ihr könnt euch schon vorab im für euch zuständigen Wahlamt auch eure Stimme dann abgeben. Wenn ihr wollt, müsst ihr mal googeln, wann das Wahlamt auf hat. Wichtig ist nur, ihr müsst natürlich eure Wahlbenachrichtigung auch dahin mitnehmen. Und es kann natürlich auch sein, dass man Sonntag sich total elend fühlt und gar nicht rausgehen kann. Dann kann man auch jemanden mit einer Vollmacht zum Wahlamt schicken, der oder die dann den Wahlschein für euch abholt. Der muss dann natürlich auch wieder zurückgebracht werden. Ist ein bisschen umständlich alles, aber immerhin, es ist möglich. Ja, die genauen Zeiten sind auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Das muss man dann mal vielleicht im Internet nachgucken. Wenn ihr übrigens von vornherein vorhattet, per Briefwahl zu wählen, aber vielleicht vergessen habt, die Unterlagen zu beantragen, keine Sorge, das geht auch noch bis morgen. Wer aber, wie wir beide, jetzt persönlich ins Wahllokal stiefelt am Sonntag, muss natürlich an die Wahlbenachrichtigung oder den Personalausweis denken. Ja, das ist tatsächlich auch ein wichtiges Detail. Ich war während meines Studiums ein paar Mal Wahlhelfer da in meiner alten Grundschule, sogar in meinem alten Klassenzimmer. Und wir hatten wirklich bei jeder Wahl Leute, die darauf bestanden haben, dass wir mit dem Perso auch kontrollieren, dass die Daten auf der Wahlbenachrichtigung die richtigen sind. Und dass da niemand irgendwie für eine andere Person sein Kreuz macht. Das ist aber nicht vorgesehen. Also die Wahlbenachrichtigung oder der Personalausweis reichen als Identifizierung, um das mal klarzustellen. Ja, das ist gut zu wissen, weil diese Wahlbenachrichtigung kommt ja immer so früh und dann lege ich die irgendwo hin und dann geht Sonntag das hektische Suchen los. Aber im Zweifel reicht der Perso. Okay, gut, gut zu wissen. Falls es auch mal vorkommt, dass jemand vielleicht das Kreuz aus Versehen an der falschen Stelle gemacht hat, auch hier gilt kein Stress. Einfach mit dem Wahlzettel die Kabine verlassen und sagen, hey, ich habe mich vertan. Und dann wird der Zettel unter Aufsicht der Wahlhelfer zerrissen und dann gibt es einen neuen. Ja, dieses Jahr dürfen ja auch zum ersten Mal 16-Jährige bei der Europawahl ihre Stimme abgeben. Also bei uns in Deutschland. Hier ist es jetzt neu. Mhm. Zumindest für diese Wahl. In den meisten Bundesländern ist das ja bei Kommunalwahlen auch schon länger erlaubt. Ja, aber das ist bei der Europawahl auch nicht in ganz Europa gleich. Also hier gilt jetzt ab 16, in Österreich und Malta auch. Aber in Griechenland darf man erst ab 17 wählen und in vielen anderen Ländern dann trotzdem noch ab 18. Ob das jetzt Sinn macht, so viele unterschiedliche Regeln für eine Wahl, darüber lässt sich sicher streiten. Aber jedes Land in der EU ist eben eigenständig. Übrigens sollte jemand von diesen jungen Leuten oder auch der Älteren, wie auch immer, auf die Idee kommen, ein Selfie aus der Wahlkabine zu machen. Vorsicht, das ist strengstens verboten. Das hat der Rechtsanwalt Kai Rodegra im ARD-Morgenmagazin gesagt.
Da steht auch in der Bundeswahlordnung drin, Fotografieren in der Wahlkabine ist verboten. Das kann sogar bis zum Ausschluss von der Wahl führen. Und ganz kleine Kinder, die werden jetzt noch keine Selfies machen, aber die dürfen streng genommen auch nicht mit in die Wahlkabine. Ins Wahllokal schon, aber nicht mit in die Kabine, weil, ey, ist ja eine geheime Wahl. Ja, aber ich weiß auch aus meiner Zeit als Wahlhelfer, dass der Wahlleiter in diesem Wahllokal dann das schon entscheiden darf. Also klar, wenn man mit einem kleinen Kind zur Wahl kommt oder einem Baby, dann kann man das da nicht einfach rumstehen lassen. Das wissen ja auch die Wahlleiter und die werden dann individuell entscheiden, wie man es macht. Da wird man mit Sicherheit eine Lösung finden, auch mit kleinem Kind. So, Uli, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lange. Es ist unsere allererste Podcast-Woche zusammen, daher weiß ich das gar nicht. Wohnst du mit deiner Familie eigentlich zur Miete? Nee, seit ziemlich genau einem Jahr nicht mehr. Vorher aber schon in einer schönen Wohnung, jetzt in einem Haus, ja. Okay, herzlichen Glückwunsch. Danke. Jeder Zweite wohnt ja zur Miete. Die Zweite wäre dann offensichtlich ich. Das stimmt, ja. Ich hab irgendwie verpasst zu kaufen und ich finde Miete eigentlich ganz okay. Aber Berlin ist natürlich ein Riesenthema, Mieten. Letztes Wochenende erst gab es wieder eine große Mietendemo mit dem Motto, die Miete ist zu hoch, mit mehreren tausend Menschen. Die fordern unter anderem einen bundesweiten Mietendeckel. Und es ist wirklich heftig. Wir sind in der Hauptstadt inzwischen bei knapp 15 Euro pro Quadratmeter angekommen bei Neuvermietungen. Ja, und damit belegen wir den traurigen zweiten Platz der teuersten Städte. So, und wer ist Platz 1? Es ist wenig überraschend. München, ja. Da muss man mittlerweile sogar 20,50 Euro im Schnitt pro Quadratmeter hinlegen. Es ist echt irre. Gestern war ja Tag der Bauindustrie und Bundeskanzler Scholz hat dort gesagt, wir brauchen Neubauten und zwar im großen Stil. Er hat vorgeschlagen, dass Unternehmen wieder mehr Wohnungen für ihre Mitarbeiter bauen könnten. Und dafür hat die Regierung gestern auch schon Steuervorteile für sozial orientierte Unternehmen oder Stiftungen ermöglicht, wenn sie denn Wohnungen mit Mieten unter dem Marktniveau anbieten. Na, da geht es dann plötzlich ganz schnell. Der Neubau von bezahlbarem Wohnraum, der steht ja eigentlich auch schon von Beginn an als Ziel im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Aber das Ziel wurde nie erreicht bis jetzt. Und es löst auch sowieso nicht ein anderes Problem, das es gibt, nämlich dass die Mieten in den letzten Jahren immer und immer und immer weiter steigen. Ja, dafür wurde ja eigentlich der berühmte oder die berühmte Mietpreisbremse erfunden, die dieses Problem der steigenden Mieten regeln sollte. Die gibt's seit 2015 und die schreibt eigentlich vor, dass die Miete bei Neuvermietung maximal 10% über dem örtlichen Mietspiegel liegen darf. Ja, eigentlich. Ja, eigentlich, weil da können wahrscheinlich viele nur müde lächeln und wir kennen ja die aktuellen Zahlen. Vieles haben wir gerade schon gesagt, von wegen 10%, da sind wir, glaube ich, weit von entfernt in vielen Regionen. Ja, und die Mietpreisbremse, die gilt ja auch nicht für Neubauten, die erst seit Oktober 2014 vermietet werden. Die sind nämlich von der Bremse ausgenommen. Und das Gleiche gilt auch für Häuser oder Wohnungen, die im großen Stil saniert wurden. Auch für Wohnheime und für möblierte Wohnungen gilt die nicht. Also es gibt fast mehr Ausnahmen als Regeln bei der Mietpreisbremse gefühlt. Und Stichwort möblierte Wohnungen. Ich habe ja lange in Kreuzberg gelebt, was seit Jahren ein super beliebter Bezirk ist. Mhm. Und ich hatte schon eine Staffelmiete, die nicht ohne war. Aber meinem Nachbarn, der zog dann kurz nach mir ein, dem wurde doch tatsächlich eine angeblich möblierte Wohnung vermietet. Also zum völlig überteuerten Preis. Und da waren gar keine Möbel drin. Und es hieß dann, ja, die seien eingelagert und die würde er sicherlich gar nicht brauchen, wenn er die Wohnung haben möchte. Das klingt ja fast schon nach Betrug. Ja, absolut. Ich glaube, es ist es auch. Aber er brauchte die Wohnung, ne? Ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und das hat der Mieterverein auch schon längst gemerkt. Rolf Bosse ist der Vorsitzende in Hamburg. Also wir stellen fest, dass insbesondere seit es die Mietpreisbremse gibt, möblierter Wohnraum vermehrt vermietet wird. Das sind eben Konstellationen, wo die Vermieterseite verschleiern kann, dass die Miete viel zu teuer ist und eigentlich so teuer gar nicht sein darf. Ja, du hast es schon gesagt, wie der Nachbar, da kann man nicht so richtig viel machen, weil die Leute brauchen diese Wohnungen. Ja. Vielleicht wäre es aber mal klug, ganz neue Ansätze zum Thema Wohnraum zu verfolgen. Rainer Steffens vom Bund Deutscher Architekten, der macht sowas zum Beispiel. Diese Art der Clusterwohnen, wo ich meinen eigenen Rückzugsbereich habe, aber andererseits auch gemeinsame Wohnzimmer oder gemeinsame Außenbereiche, das ist eigentlich die Zukunft. Das wünscht sich insgeheim fast jeder, wenn man die Leute befragt. Aber das gibt es noch viel zu wenig als Angebot.
Clusterwohnungen, auch interessant. Ja, leider noch Zukunftsmusik, genauso wie großflächig mal über nachhaltiges Bauen nachzudenken. Ja, wir müssen auch noch die Frage klären, wo bekomme ich denn als Mieter Unterstützung bei Ärger oder Unstimmigkeiten mit dem Vermieter, zum Beispiel Mieterhöhungen bei der Heizkostenabrechnung oder auch bei Modernisierungen. Da gibt es zum Beispiel Hilfsangebote beim Mieterschutzbund oder auch bei den Verbraucherzentralen. Unsere Kurznachrichten. Die Lage in den Hochwassergebieten in Bayern bleibt angespannt. Die Pegel sinken zwar langsam, aber Entwarnung gibt's noch keine. Kritisch ist die Lage in Passau und Regensburg. Dort gibt es die Sorge, dass Schutzwände versagen könnten. Die Zahl der Toten durch das Hochwasser ist auf mindestens 6 gestiegen. Heute stimmt der Bundestag über höhere Cannabis-Grenzwerte im Straßenverkehr ab. Bisher gilt für Cannabis am Steuer die strikte Linie, dass schon beim Nachweis des Wirkstoffes THC Geldbußen oder Punkte drohen. Jetzt will die Ampelkoalition wie beim Alkohol per Gesetz einen Grenzwert festlegen, an dem die Toleranz endet. Heute jährt sich der sogenannte D-Day zum 80. Mal. Am Morgen des 6. Juni 1944 sind die alliierten Truppen an der nordfranzösischen Küste gelandet und haben die Deutschen angegriffen, die das Gebiet besetzt hatten. Das war der Beginn der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland. So. Und jetzt freue ich mich. Wir huldigen einer Ikone. Das war irgendwie dieses Spiel aus den 80er Jahren oder sowas, ne? Ich weiß nicht, da kamen irgendwelche Dinger runter. Ein Computerspiel von Nintendo. Ich versage dabei immer total und deswegen spiele ich das nicht so oft, weil ich immer sauer werde. Ich liebe Tetris. Ich liebe Tetris. Ja, wir lieben auch Tetris, oder? Ja, voll, da werden Erinnerungen wach. Absolut. Ich hatte ja zu Hause einen Gameboy und ich weiß noch nach der Schule, ich lag stundenlang auf der Couch, bis mir so dieser Handballen wehtat, weil man da die Ecke von dem Gameboy so reingepresst hat in die rechte Hand. Ach ja, Tetris. Ja, Tetris wird 40, wir sagen Happy Birthday. Das sind ja Bausteine, die vom oberen Bildschirmrand in verschiedenen Formen runterfallen und da muss man sie stapeln, damit Reihen entstehen. Das ist irgendwie eine einfache, aber gleichzeitig auch total geniale Idee. Absolut. Es ist leicht und intuitiv zu begreifen, aber sehr schwer zu beherrschen, wenn die Steine immer schneller werden. Ich erinnere mich, ich hatte auch richtig mal Herzklopfen, wenn das so losging. Ja, es wurde immer hektischer. Ne? Tetris war in den 80er Jahren eines der ersten großen erfolgreichen Spiele, egal ob am Gameboy, am PC oder auch an der Nintendo, an der Super Nintendo, egal wo. Ja. Und ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass das Spiel in der ehemaligen Sowjetunion erfunden wurde. Vom Mathematiker Alexei Pachinov, der hat das Spiel 1984 in Moskau programmiert. Ja, er war ein staatlicher Angestellter und der sollte die Rechenleistung von Computern testen und dafür hat er dieses Spiel, also Tetris, programmiert. Weil er aber auch schon als Kind Rätsel- und Puzzlespiele geliebt hat. Und der Name ist übrigens auch witzig, wusste ich wiederum nicht. Tetris ist eine Zusammensetzung aus dem altgriechischen Tetra, also Vier, und Tennis, weil das war wohl die Lieblingssportart dieses Programmierers. Ja, Tetris wurde superschnell im gesamten Ostblock gespielt und war das erste Softwareprogramm, das Russland außerhalb der Sowjetunion verkaufte. Aber reich wurde der gute Mann, der es erfunden hat, erstmal nicht, weil das Spiel offiziell erstmal nur von der Sowjetunion vertrieben wurde. Ist ja leider oft so. Witzig ist auch die Legende, dass angeblich die Arbeitsleistung von Behörden und Instituten in der Sowjetunion abgefallen ist nach der Einführung von Tetris. Die hatten nämlich als einzige damals Computer und so wurde dann angeblich ein Anti-Tetris-Programm installiert, damit er wieder ordentlich gearbeitet werden konnte. Ob das wirklich so war, keine Ahnung. Pachinov emigrierte dann später in die USA und bekam dann Mitte der 90er endlich die Rechte an Tetris und verdiente dann damit auch sein Geld. Na, Gott sei Dank. Tetris hat sich bis heute nämlich weltweit rund 400 Millionen Mal verkauft, war also lukrativ. Inzwischen gibt es natürlich kostenlose Nachahmer-Apps, aber selbst vom Original gibt es über 200 Varianten, Spin-Offs und auch Neuauflagen. Mhm. In Europa kam ja 1990 die wichtigste Version in Europa auf den Markt mit dem Game Boy. Also schätzungsweise 35 bis 70 Millionen Mal verkaufte sich dieses Duo Game Boy und Tetris. Wir waren, glaube ich, auch welche davon. Und man kann sagen, Tetris hat den Game Boy eigentlich richtig groß gemacht. Ja, das musst du auch erstmal schaffen, ne? 40 Jahre lang als Computerspiel zu existieren und dann auch noch die Leute zu begeistern. Und noch eine faszinierende Meldung über Tetris gab es im Januar. Ein 13-jähriger Amerikaner hat den Computer nämlich bei der Originalversion von Tetris besiegt. Willis Gibson ist der erste bekannt gewordene Spieler, der das in fast 40 Jahren geschafft hat. Offiziell gibt es ja bei Tetris kein Ende, aber Willis gelangte an diesen Punkt, den nennen die Spieler Killscreen. Dabei friert die Grafik ein und was war denn das? Ja, das erzähle ich dir gleich. Jetzt immer weiter. Okay.
Da friert die Grafik ein und um so weit zu kommen, musste der 13-Jährige fast 160 Level durchspielen. Dabei gilt eigentlich schon lange Level 29 als unüberwindbar. Uli. Ein Held in der Tetris-Welt. Dein Ernst? Das ist ein Gameboy. Ich habe gestern alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen alten Gameboy zu finden. Ich habe meine Eltern gefragt, ob meiner noch zu Hause rumfliegt. Wir hatten früher diesen ganz alten, dicken Knochen, haben sie nicht mehr gefunden. Aber mein Kumpel Michael hat noch einen Gameboy Color aufgetrieben, inklusive Tetris. Und der geht noch. Ja, der geht. Oh. Man hört es. Ja. Ja, man hört es. Ich spiele gerade Tetris auf dem Gameboy und das werde ich jetzt auch weiter tun. Ja, Uli, alles klar. Das nennt man schöne Arbeitsmoral hier. Genau. Also, ihr könnt ja auch noch ihr draußen vielleicht noch euren alten Gameboys kramen und nochmal in die Vergangenheit reisen. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Folgt uns sehr gerne in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Macht's gut und bis morgen. Ciao. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.